Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Wir haben heute den zweiten Teil vom Dreiecktuch Nummer 10. Und wir starten gleich mit unserem ganz normalen Anfang. Nach unserem Anfang häkeln wir in die nächste Masche nochmal ein Stäbchen. Hier. Da, falsch eingestochen. So. Dann hole ich euch mal ein bisschen näher wieder. Und hier haben wir dann auch wieder, arbeiten wir mit Picots und einmal mit umgedrehten und einmal, also mit nach unten zeigenden, einmal mit nach oben zeigenden. Und zwar machen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Stechen dann, gehen dann zurück in die zweite Luftmasche, stechen dort ein. Holen da den Faden und ziehen ihn einmal komplett durch. Und machen noch mal eine Luftmasche. Lassen dann unten in der Reihe 3 Maschen aus und in die vierte kommt dann wieder ein Stäbchen. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und diesmal gehen wir so runter in die zweite, dass das dann nach oben steht. Also es ist wesentlich einfacher als die nach unten zeigenden. Dann noch eine Luftmasche. Und dann lassen wir hier unten wieder 1, 2, 3 aus und in die vierte kommt ein Stäbchen. So, ihr seht, das sieht dann so aus. Einmal so und einmal so. Ihr könnt euch das dann auch noch ein bisschen zurechtrücken, damit es wirklich mittig sitzt. So sieht es dann aus. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Dann müssen wir wieder die nach unten, das nach unten zeigende machen. Das heißt wieder so. Einmal komplett durch, noch eine Luftmasche. Unten 3 auslassen und in die vierte ein Stäbchen. So. Dann wieder 1, 2, 3, 4 und 5. Dann geht ihr so wieder nach unten in die zweite Luftmasche. Holt den Faden, zieht ihn einmal komplett durch, macht noch eine Luftmasche. Dann unten wieder 1, 2, 3 auslassen und in die vierte ein Stäbchen. Dann wieder 1, 2, 3, 4 und 5. Dann haben wir wieder ein nach unten zeigendes. Wieder zurück in die zweite. Na. So. Faden holen, einmal komplett durch. Eine Luftmasche. Dann unten 3 auslassen und in die vierte, sprich ins letzte Stäbchen vor der Spitze, ein Stäbchen. Dann wird ganz normal die Spitze gehäkelt. Hier, ihr häkelt jetzt ganz normal die Spitze und dann häkelt ihr auf der Seite wieder so runter, so wie es da ausschaut. Erst ein nach unten zeigendes, ein nach oben zeigendes, ein nach unten zeigendes, nach oben, nach unten und dann noch ganz normal unser Ende. Das mache ich jetzt, das macht ihr. Und dann sehen wir uns gleich zur nächsten. Ich habe die Reihe nun fertig. Ihr seht's. Der hier ist mir ein bisschen nicht ganz so gelungen, aber der Rest sieht eigentlich ganz cool aus. Der kommt nach unten. So. Da, wo sie hingehören. Für die nächste Reihe haben wir wieder ganz normal unseren Anfang. Moment, ich habe hier ein bisschen verdreht. 1, 2, 3, 4, 5. Na?
Einmal, zweimal. So. Nach unserem Anfang haben wir zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Lassen zwei Stäbchen hier unten aus und ins dritte Stäbchen kommt noch ein Stäbchen. Dann haben wir drei Luftmaschen. Dann kommt wieder in das Stäbchen ein Stäbchen. Dann wieder drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Dann ins nächste Stäbchen ein Stäbchen. So. Und so geht es jetzt immer weiter. Drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen. Das geht jetzt so weiter bis hier zu dem Stäbchen, über den ihr zwei Luftmaschen, die Spitze, zwei Luftmaschen, ins dritte Stäbchen hier ein Stäbchen, dann wieder die drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen und hier am Ende wieder ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und das Ende. Das dürft ihr machen, ich mache es auch. Dann gleich noch eine Reihe normale Stäbchen oben drauf und danach so. Ich habe noch die Reihe Stäbchen dann noch mit drauf gesetzt und dann sieht das Ganze jetzt mal so aus. Ihr seht, es ist nicht schwierig, es ist ganz easy. Und dann haben wir es auch schon mit dem zweiten Teil fürs Dreiecktuch Nummer 10. Und beim nächsten Mal sehen wir uns zum dritten und zum letzten Teil für dieses Tuch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Schaut auch mal unten vorbei. Und bis bald und einen schönen Tag. Ciao.